Berlin im März 1987. Liebe Großmutter Anneliese, von den Ausgrabungen an der Niederkirchner Straße, von freigelegten Linoleum, von Scheuerleisten und von Lüftungsklappen der Bombenschutzwelle berichten auch die Zeitungen im Ausland. Former SS and Gestapo Headquarters found in West Berlin. Dass es nach wie vor schwer fällt, sich ein Gebäude vorzustellen, was nicht mehr da ist. So, das ist nun das Schicksal dieses Areals. Es zieht mich immer wieder dahin, obgleich kaum noch etwas passiert. Das Gelände scheint wieder einmal in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein. Und doch schreitet die Geschichte dahinter in 7 Meilenstiefeln vorwärts. Well, this area in front on the right side, very special area in Berlin. The Reich Security Main Office was located there. Mr. Himmler, the SS, well, bloody grounds nowadays used for exhibition called Topography of Terror, where basement rooms are shown where people were tortured. Es gab neben dem Gebäude Prinz-Albrecht-Straße 8 nach Osten hingelegen den Garagenhof. Da gab es eine kleine Tankstelle, eine Tanksäule. Da gab es kleine Werkstätten und die Garagen für Fahrbereitschaften der Gestapo. Dieser Hof war eben auch der Zugang für die Häftlingstransporte und Abtransporte. Das war kein großer Hof. 5 Meter in die eine Richtung, 10, 15 Meter in die andere Richtung. Die Gestapo-Zentrale befand sich mitten in der Stadt. Nicht irgendwo am Rande der Stadt, sondern mitten im Zentrum. Also die wechseln ständig von der Praxis am Schreibtisch zur Praxis an den Erschießungsgräben, zur Praxis an der Verfolgung und Vernichtungspolitik in den besetzten Gebieten, um dann wieder im Reich für kurze Zeit eine regionale Gestapo-Stelle zu übernehmen. Liebe Großmutter, du erinnerst dich, du hattest mir von der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin erzählt, um die man im Krieg und davor einen Bogen machte und lieber einen Umweg in Kauf nahm.